Das erste Startup des heutigen Tages ist aus der Steiermark angereist. Ich bin Matthias, 34 Jahre alt. Ich bin der Stefan, 38 Jahre und der ältere Bruder. Wir sind Goldblatt und präsentieren pflanzliche Biospezialitäten. Die beiden haben, ebenso wie Mel, Mitgründerin und Lebensgefährtin von Matthias, bereits vor Jahren Fleisch von ihrem Ernährungsplan gestrichen. Bei einem gemeinsamen Familienessen entstand 2020 die Idee, eine pflanzliche Delikatessenmanufaktur aufzubauen und vegane Produkte zu kreieren, die wie Fleisch schmecken. Man liebt ja den tierischen Geschmack. Der kommt ja meistens auch nicht vom Tier selbst, sondern von den Gewürzen, von den Zutaten. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Fleischalternativen zu produzieren. Es gibt ja schon immer relativ viele Fleischalternativen am Markt. Aber die, die unseren Ansprüchen gerecht wurden, dass das biologisch ist, handgemacht, aus regionalen Zutaten, ohne Zusatzstoffe, die hatten wir nicht gefunden. Mittlerweile hat der Familienbetrieb aus frischem Gemüse, Hülsenfrüchten und Pilzen 12 unterschiedliche Produkte entwickelt. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Oma und Mama, das sind meistens für uns eben immer die besten Köchinnen gewesen. Und ich glaube, für viele andere auch. Die Liebe zu den guten Lebensmitteln haben wir von der Mama mitgekriegt. Und die war dann natürlich immer hellauf begeistert und auch eine der ersten Testerinnen unserer Produkte. Ein Familienunternehmen hochzuziehen ist gewagt. Verderben zu viele Köche etwa den Brei? Manchmal kommen klassische kleinere Brüderstreitigkeiten durch, aber das ist sehr selten. Ich unterstütze die beiden, wo es geht, und wenn die sich nicht einig werden, dann helfe ich ihnen dabei. Mel wird Matthias und Stefan bei ihrem zukunftsentscheidenden Auftritt vor den Investoren backstage die Daumen drücken. Ihr schafft es, ihr macht es, ich glaube an euch. Ah, wir kriegen das hin. Einmal noch tief durchatmen und los geht's. Ja, natürlich sind wir ein bisschen aufgeregt vom Pitch, aber grundsätzlich sind wir positiv gestimmt. Ja, Bauchgefühl, Aufregung groß. Aber mit dem Pitch 1000-mal geübt, also das sollte normalerweise funktionieren. Wird es den Brüdern gelingen, den Investoren Goldblatt schmackhaft zu machen? Oder ist doch nicht immer alles Gold, was glänzt? Also so ganz so einfach ist es nicht. Ja, nur weil es vegan und bio und lokal und alles nicht. Nur wir brauchen die Konsumenten dazu. Und ja. Im Moment schauen die Leute so was aufs Geld. Müssen sie. Ja. Aber merkt man das im Lebensmittel auch schon so? Brutal. Ja. Brutal. Das Wichtigste wäre für uns, wir wollen einen strategischen Partner finden, der was uns vor allem im Vertrieb und Marketing unterstützt, weil uns da das Know-how fehlt. Und deswegen wäre es schon wichtig, dass wir da jemanden finden, der uns in dem Bereich unterstützen könnte. Um Goldblatt auf das nächste Level zu bringen, benötigen Matthias und Stefan unbedingt einen Investor. Wir in Österreich lieben unsere Jausen- und Aufstrichkultur. Räucherlachscreme beim Wochenendfrühstück, Omas Bratelfetten zu Jausen oder Leberpastete als Starter im Restaurant. Alles feine Geschmäcker, die wir gewohnterweise mit Tieren verbinden. Heute wollen aber immer mehr, immer weniger Fleisch oder gar keines mehr essen. Viele sehnen sich dennoch nach dem liebgewonnenen tierischen Geschmack und probieren sich durch das steigende Angebot am pflanzlichen Fleisch. Legt man, so wie wir jedoch bei seiner Ernährung, Wert auf Bio, Regionalität und vollwertige Zutaten anstelle von Wasser mit Zusatzstoffen, sprich man sucht hochwertige, natürliche Produkte, wird man enttäuscht. Eine Erfahrung, die wir selbst unzählige Male vor Regalen in Märkten, bei Menükarten in Restaurants oder Besuchen von innovativen Foodmessen gemacht haben. Schließlich haben wir das selbst in die Hand genommen und die ersten Fleischalternativen ihrer Art entwickelt. Heute gibt es Goldblatt. Wir bieten feinste Biospezialitäten von Bratelfetten über Thunfischcreme, Ganzelpaté oder Gsöchts Karree. Nur eben aus Pflanzen. In unserer steirischen Manufaktur setzen wir auf vollwertige Bioqualität, echtes Handwerk und regionale Lieferanten. Zusatzstoffe, Aromen und Gluten kommen nicht in unsere Gläser. Unsere Goldblätter verkaufen wir online, bei Veranstaltungen, in unserem eigenen rein pflanzlichen Pop-Up-Heurigen sowie in über 260 Bio- und Feinkostläden, Hotels und Restaurants. Um unser Ziel,
von monatlich 30.000 verkauften Gläsern 2024 zu erzielen, suchen wir einen Partner, eine Partnerin, um unsere Vertriebskanäle zu stärken. Dafür bieten wir eine Beteiligung in Höhe von 10% für 120.000 Euro. Überzeugt euch am besten selbst, wählt aus Fleisch, Fisch, Natur oder Ei. Wir haben für jeden was dabei. Die Katja und ich haben uns angeschaut. Da war ein wenig Mediashop drinnen. Super, bitte. Danke. Freuen wir uns. Bei Katharina Schneider scheinen die beiden Steirer mit ihrer gelungenen Präsentation bereits einen Stein im Brett zu haben. Kommen die Investoren auf den Geschmack, in Goldblatt zu investieren? Heinrich Brockhoff nimmt sich kein Blatt vor den Mund und bringt Matthias und Stefan ein wenig zum Schlucken. Darf ich kurz beginnen, weil wir haben eine History, wisst ihr das? Wisst ihr hoffentlich nicht. Ich habe euch 2021 geschrieben und habe gesagt, liebe Leute, ihr habt das gesehen im Internet, schaut gut aus. Wir bei Rewe, Startup-Ticket etc. wollen wir nicht miteinander reden. Auf dieses Mail ist 2 Jahre später noch immer keine Antwort gekommen. Also ich nehme an, habt ihr es übersehen? Das ist nicht angekommen, ja. Oder ist euer Ansatz, dass der große Lebensmittelhandel gar nicht das Ziel ist? Ja, grundsätzlich liegt unser Fokus auf Biomärkten, Feinkosthäusern. Mhm. Das wäre eine Schiene. Dann haben wir noch die Hotellerie und Gastronomie, die wir ansprechen wollen. Aber wir sind noch natürlich in einer Handvoll ausgewählter Supermärkte, zum Beispiel in Wiens ersten rein pflanzlichen Supermarkt. Ja, das weiß ich ja. Ja. Ja, momentan ist mit unseren Produkten, sehen wir uns nicht österreichweit im kompletten LH. Richtige Antwort. Ich bin echt beruhigt, weil ich weiß, dass die beiden aufgeregt waren, waren wir alle. Aber ich glaube, das ist nicht rübergekommen. Sie haben das echt klasse gemacht. Kann Goldblatt die Investoren geschmacklich überzeugen? Oder ziehen die veganen Aufstriche mit Fleischgeschmack etwa doch nicht die Wurst vom Teller? Also schmecken tut's fabelhaft. Danke. Was ist denn das hier vorne zum Beispiel? Ist das Tofu? Das ist unser Karree. Okay. Das ist, wie heißt es in Deutschland? Lachsschinken heißt es in Deutschland, ja. Aber aus was ist das zum Beispiel jetzt gemacht? Auf Sojabasis. Okay. Dann wird das, haben wir verfahren. Da wird das hergestellt, wird gebeizt wie ein richtiges Fleisch. Mhm. Und dann kommt das, wird das gesälzt, getrocknet. Wieder gesäucht. Und da sind halt mehrere Arbeitsschritte notwendig. Es ist ja generell so, dass bei unseren Produkten wir einfach mit pflanzlichen, mit frischem Gemüse, Hülsenfrüchten, Edelpilzen, Kräutern und Gewürzen arbeiten. Und dann eben speziellen Verarbeitungsverfahren, wo nicht nur Räuchern, Rösten und so die Aromen bringen, sondern ja, das Betriebsgeheimnis ein bisschen, wie wir das zusammenbringen, dass das so gut schmeckt. Also geschmacklich ist es wahnsinnig. Ich ernähre mich seit vielen Jahren fleischlos, deswegen habe ich da Erfahrung. Und das ist ja das ist wirklich eines der Themen, dass der Geschmack nicht immer so ganz ist, wie man sich es auch vorstellt. Aber das ist top. Also Gratulation dazu. Und unser Anspruch ist eben das Ganze ohne Zusatzstoffe, ohne Aromen. Was ist denn euer Hintergrund? Ich bin gelernter Koch, habe dann Finanzwirtschaft studiert. Ich bin geprüfter Steuerberater und jetzt wieder zurück zum Handwerk. Du siehst, ich schau verdutzt. Also, ist ja eine ungewöhnliche Karriere. Ja, also, hat schon viel gemacht. Ja, nicht schlecht. Aber ist eine gute Grundlage. Für weil sehr viele Köche sind ja Mordskünstler, können aber nicht so ganz kalkulieren. Ja, genau. Na, stark. Da ist der ja künstlerische, ja. Deswegen. Genau. Der kreativen Part ist also hauptsächlich meine Tätigkeit. War die letzten 10 Jahre selbstständig mit meiner Werbeagentur und habe dort hauptsächlich die gehobene Ferienhotellerie betreut. Ja, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wo Sie das, wie würden Sie das bezeichnen? Als Küche oder als Labor? Unsere Betriebsstätte? Ja. Küche. Auf alle Fälle. Wir haben begonnen ja mit einem kleinen Mixer und bei uns im Heimatort mit einer kleinen Küche und sind 2021 am Anfang umgezogen in unsere Manufaktur, das Goldplatzl am Sonntagsberg. Das ist ein ehemaliger Heuriger. Zusätzlich ist das für uns auch ein Point of Sale, wo wir einen Verkaufssalon eingerichtet haben. Und im Sommer betreiben wir dort einen rein pflanzlichen Pop-up-Heuriger. Was ist eure Kapazität? Wie viele Gläser könnt ihr herstellen in der Woche, im Monat?
Aktuell können wir im Monat 20.000 Gläser produzieren. Wir haben aber so weit schon vorausgeplant, dass wir bis Ende des Jahres 40.000 Gläser im Monat. Okay, wie viel verkauft ihr zurzeit? Aktuell sind wir im letzten Quartal waren wir bei durchschnittlich 10.000 Gläser. Was ist denn das für Umsatz in etwa? Wir haben im 2021, wo wir gestartet sind, im ersten Jahr, haben wir 200.000 Euro Umsatz gemacht. Letztes Jahr waren wir bei 350.000 und heuer planen wir mit 600.000. Wie ist denn die Marge? Ja, für die schlauen Rechner, genau. Und was wird verkauft? Ja, wir haben Verkaufspreis für den Endkunden. Starten mit unserem Schweinkopf Freide bei 7,25. Geht über unsere fischigen, natürlichen Produkte, die sind bei 8,75. Bis hin zu unseren feinen Pasteten, die sind bei 9,85. Ja, aber was ist jetzt die Spanne, was eigentlich bleibt? Die Spanne, wir haben ca. Herstellungskosten, das sind bei 30-35%, ist das ganze Produkt abgedeckt. Ist die steirische Delikatessenmanufaktur den Investoren einen Griff ins Börserl wert? Schaut ja aus, dass sehr gutes Feedback kommt. Das freut mich schon mal. Ich bin gespannt, ob ein Angebot kommt, ob wer einsteigt. Lebensmittelexperte Heinrich Prokop wäre der ideale strategische Partner für Goldblatt. Ja, nein, ich bin am. Weißt, ich bin woanders tätig. Ne? Also ich bin in der großen Masse, großen Fläche, groß. Und da ist es schwierig. Ja, und das habt ihr ja selbst erkannt. Deswegen bin ich so im Wogel wirklich ein konkretes Angebot zu machen. Heinrich Prokops Wissen über Fertigung, Produktion und Finanzmanagement führte bereits zahlreiche Lebensmittelneuheiten zum Erfolg. 2013 gründete er gemeinsam mit Marlo Fuhrmanns die Beteiligungsfirma Clever Clover mit Sitz in Amsterdam. Im Lebensmittel-Food-Bereich sind wir mit Sicherheit einer der Spezialisten, die es gibt in Österreich, mit einem internationalen Schlagkraft. Mit seiner Expertise könnte Goldblatt durchaus auch zum Goldesel werden. Können wir schnell kurz reden? Heinrich will ein Konsilium. Ja, ich brauche ein Konsilium. Ja, kommt her. Was hat Heinrich Prokop vor? Plant er etwa 5 auf einen Streich? Für die Barbara wäre super als Testimonial. Sie könnte das Gesicht sein dafür, ja, weil als Werbung nach außen die Außen darstellen. Die Marke ist fein, Goldblatt finde ich super, das ist sauber gemacht. Ordentlich schmecken tut es gut, aber, ja, da ist ein lot of aber. Das Produkt ist sauber, das wird auch allalong was werden, ja, aber viel Geld werden wir nicht verdienen, aber kann. Ja, und die Marke ist gut. Goldblatt ist eine gute Marke. Doch ist auch nicht alles Gold, was glänzt. 25,1 für 100 und das ist schon super. Was sie da kriegen, ja, von uns, kriegen sie nie. Da tun sie weiter in der Steiermark und Ding und beim Prokop okay, verkaufen. Das müssen Sie argumentieren. Mir käme die Schamröte. Aber vielleicht, damit es nicht gar so unverschämt ist, können wir die 120 für 25. Ja, ja, ist ja fein. Ja. 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 Passt. Gut. Und Sie wollen den. Und ich mache die Arbeit. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst haben? Na, machen wir die schlechte zuerst, oder damit das Pflaster gleich zogen ist. Heinrich Prokop wird Sie jetzt als unser Experte die für die Bewertung auseinandernehmen. Genau. Also, die gute Nachricht ist, wir machen Ihnen ein Angebot, weil, wie gesagt, die Marke ist sauber. Man spürt den Werbehintergrund, den Marketinghintergrund, spürt man. Das habe ich auch damals Ihnen gleich geschrieben. Das schaut super aus und stimmt. Er ist immer leicht beleidigt. Ja, leicht gantig und das zahlt sich so jetzt das Bam, raus. Ja, und ich mache deshalb mit, weil wenn man mir nicht gesagt hätte, dass das vegan ist, was ich ja grundsätzlich nicht esse, ja, dann hätte ich gesagt, das ist ein erstklassiges Bratelfett und es ist ein erstklassiges Gehölz. Danke. Ja, also insofern muss man euch wirklich große Komplimente machen, weil ich haben bin unser ja Ziel da erreicht.
Gut. Ja, der Markt ist definitiv da. Ja, ich bin auch echt begeistert von den Produkten und wir haben jetzt ja ein bisschen getuschelt. Ich kann mich auch gerne als Testimonial, wenn man sowas braucht, dann mit einbringen. Das ist natürlich meine Stärke, die ich seit vielen Jahren oder bald Jahrzehnten habe, dass ich tatsächlich für viele Marken auch so die Außenkommunikation gemacht habe. Zusätzlich zu dem Investment. Spitze, super. Und wenn es jetzt um die Zahlen geht, esse ich derweil ein bisschen weiter. Mit der geballten Power der Investoren an Bord könnten Matthias und Stefan Goldblatt mit einem Streich auf das nächste Level bringen. Und jetzt? Dass ihr erwartet habt, dass wir 10% nehmen, nehme ich nicht an, denn ihr schaut die Sendung und es ist natürlich immer 25,1%. Wir sind alle fünf dabei, jeder mit seiner Stärke, die mannigfaltig ist. Aber die Bewertung ist eine deutlich andere. Wir haben uns vereinigt auf 25,1 für 120.000. Und darüber werdet ihr jetzt mit eurer Partnerin, die im Nebenraum ist, reden müssen. Ich gebe euch zu bedenken, dass hier sehr viel Know-how und Netzwerk und alles das sitzt, was ihr braucht. Allerdings würden wir einen größeren Weg gehen wollen, was den vertriebseitig betrifft, als ihr den heute habt. Also das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Das heißt, der Weg wäre dann LH? Ja. Der Fairness halber muss ich sagen, dass ich am wenigsten beitrage und die Kollegen mich aus Solidarität mitnehmen, weil sie wissen, dass ich Innereien liebe. Ja. Vielleicht sollten Sie das Werbegesicht werden. Das glaube ich, liebe Frau Meyer. Da kann ich nicht mit Ihnen konkurrieren, so leid es mir tut. Wir könnten es probieren. Ah. Ein Aufsteller mit Ihnen und einen mit mir. Ja, da macht man so eine Partnerschaft. Das geht, das kriegen wir auf ein Bild. Okay, also ihr denkt es nach und kommt wieder. Ja, perfekt. Bitte, vielen Dank. Das Cash-Angebot ist bei weitem nicht so hoch ausgefallen wie erhofft. Die Firmenbewertung mehr als halbiert. Was machen wir? Ist echt schwierig. Das wird unseren Firmenwert massiv halbieren. Ja. Vielleicht werden wir noch verhandeln. Nein, aber diese Qualität ist wirklich ausgezeichnet. Und ich stelle es mir jetzt anders vor. Man geht dorthin mit seiner Partnerin, die Frauen dann ja eher mehr auf vegan und die bestellt sich dann diese vegane Jausen. Und dann sagt sie, probier doch einmal, jetzt gerade das Bratl. Und dann hat es auch so einen Wow-Effekt. Und also ich glaube, dass man da sogar Menschen ein bisschen bekehren kann. Okay, dann machen wir das. Können so. Wir sagen. Passt. Spitze. Ja. Ja. Amen. Aufregend. Werden Matthias und Stefan versuchen, nachzuverhandeln? So, wir sind gespannt. Da sind wir wieder. Zuerst einmal natürlich vielen herzlichen Dank. Wir sind so erfreut, dass wir alle fünf Investoren für unsere Goldblätter begeistern konnten, dass ihr ein gemeinsames Angebot gemacht habt. Was es dir ein bisschen spießt, ist die Firmenbewertung, weil wir machen heuer mehr Umsatz, als wie die Bewertung ist. Wir haben ja das natürlich vernünftig bewertet, unser Unternehmen. Jetzt auch keine utopischen Zahlen genannt, weil wir werden heuer die 600.000 Euro erreichen. Deswegen ist uns die Firmenbewertung mehr als die Hälfte reduziert. Das können wir fast nicht machen. Deswegen wollen wir ein Gegenangebot machen. Wir würden 25,1% abgeben, aber für 200.000. Ein mutiger Schritt. Ob sich die beiden damit nicht ins eigene Fleisch schneiden? Wir haben natürlich gerechnet, ihr seid sehr schlaue Leute. Wir haben gerechnet, es kommt was retour. Und wir sind auch auf diesen Fall, haben wir uns vorbereitet. Dann müssen wir leider Nein sagen. Ich verstehe eure Entscheidung. Ist okay. Ja, und wir wollen euch ja keinesfalls über den Tisch ziehen. Ich verstehe eure Entscheidung durchaus. Ja, und ein Multiple von 1 und ein bisschen ist halt wenig, aber ihr wisst, die Zeiten haben sich geändert. Ja, 12 Monate her war das ganz anders. Jetzt sind wir in anderen Zeiten. Die Leute haben weniger Geld. Also in diesem Sinn, danke. Wir sagen danke. Ist der erhoffte Deal damit etwa gegessen?
Aber vielleicht wollt ihr doch noch mal kurz nachdenken, weil ich meine, die Power, die da noch zusätzlich mitkommt, müsst ihr auch bewerten. Also es geht ja jetzt nicht nur um das Monetäre. Ja. Na, meine Herren. Wir haben ja auch ein bisschen drüber geredet. Und jetzt muss ich sagen, die große Hürde, die Sie übersprungen haben, waren ja die 25,1. So. Wir haben gesagt, wir lassen uns für die 120 auf 150 noch steigern. Jeder von uns an 30er. Aber das ist dann Schluss. Na ja. So, ob ihr jetzt 200.000 kriegt für die 25,1 oder 150, was unser letztes Angebot ist, und die Schallmauer, glaube ich, die 50.000 machen das Kraut nicht fett. Und jetzt müsst ihr euch überwinden und sagen, die 25 haben wir schon und die 150 sind auch okay. Und wenn wir dann Erfolg haben, dann schaut die Welt sowieso anders aus. Ob sich das Blatt in letzter Sekunde noch wendet? Das machen wir, Till. Na schau! Das Wort des Doktors. Und du wolltest sie schon wegschicken. Bravo. Und gleich 5 Investoren auf einen Streich. So, perfekt, Henrik. Also, schon einmal wegen dem Stanford. Und du siehst, das ist das nur... Ich werde schauen, wo das hängen bin. Nur weil du mir nicht antwortest, das heißt nicht, das du bist ewig. Das ist das dritte Mal. Alles Gute, alles Gute, wir freuen uns auch. Danke. Bis bald. Tschüss, danke. Ciao. Na schau, die haben auf 750 gewartet. Auch Mel ist überglücklich. Stefan und Matthias haben die Chance genutzt. Cool. Ah, geschafft. Ja. Und dann noch Investment mit alle 5 abschließen können. Echt wie cool. Das kann uns einen richtigen Push geben und richtig nach vorne bringen. Und dann kann man mit den Zahlen vielleicht noch mal ein Auge zudrücken.